Willkommen zurück. Truppentransporter. Gerade noch gelandet und schon hat er ein Passagier abgesetzt. Und nur ein. Oder ist nee, da sind noch. Ach, die Hunde noch. Ja. Komm, lass uns hingehen. Die Hunde kommen direkt auf uns zu. Cool aus, wie die so durchs Gebüsch. Hatte irgendwie was von meiner Cassie, wenn die durchs hohe Gras gesprungen ist. Das sah in etwa genauso aus. So. Mal gucken, was der Schönes mit hat. Der Loot, der hat sich übrigens ganz schön verändert. Alien-Teile, brauchen wir die? Oh, bei dem nicht ganz so teuer. Ja, oh. Die können wir auch brauchen. Nicht jetzt sofort, aber nehmen sie mal mit. Wir haben jetzt genug Platz im... Guck mal, was du da so machst. wolltest du... Ihr wolltest nicht, oder? Nein. Und Versehen. So. Jetzt, das war absolut ein Versehen, ja. Jetzt fliegen wir mal unseren kleinen Transporter da ein bisschen näher ran. Das ist übrigens auch eine ganz schwierige Geschichte hier. Die Blumen, die schwebenden. Schwebenden Blumen? Ja, direkt über dir, schwebende Blumen. Hier. Moment, da. Jetzt ist sie weg, jetzt ist sie wieder da. Siehst du sowas alle gar nicht? Nee. Gehst du schon mal hin? Ich flieg mal eben unseren... Okay, auf was auch immer der gerade geschossen hat. Wer hat worauf geschossen? Weiß nicht, irgendwas hat doch gerade geschossen. Ich weiß nicht. Nö. Da wachsen sogar Pflanzen oben raus jetzt. Das sollte ja eigentlich gefixt sein. Das ist es leider nicht. Oder es liegt... Nee, obwohl, das habe ich in meinem Ding auch nicht gefixt. Achso, der könnte eigentlich mal... Oh, hier ist schön was. Sekundärsystem drin. Aus. Ich habe den Loot nochmal drin gelassen in den Kisten. Mhm. Geil. Und was auch sehr schön ist, wollte ich eigentlich gesagt haben. Warum geht mir jetzt trotzdem? Achso, was auch sehr schön ist, wenn man jetzt das Schwebekisten in die Sekundärsysteme mit drin hat, dann funktioniert das in der Regel auch. Komm mal rein. Aber ich sehe auch gerade das Schwebekissen, das ist ja... Ach nee, das ist ein Fuß. Ja, eine Sekunde bitte. Ich muss mal kurz... Jetzt musst du mal, ne? Ja, der will irgendwie nicht so, wie ich das möchte. Deswegen werde ich den jetzt nochmal etwas anders hier hinstellen. Ah, jetzt weiß ich auch warum. Warum? Na, ich muss den erstmal passend stellen, dann muss ich den ganz absenken und dann kann ich die Sekundärsysteme ausmachen. Weil, dann geht denn... Hatten wir nicht irgendwann mal keinen Loot gehabt? Kann das sein? In den großen Kisten. Okay. Da gibt es allerdings einen Unterschied zwischen... Ich verstehe nicht, warum der sich jetzt hier hin und her schiebt. Das ergibt für mich gerade keinen Sinn. Da muss man dann draußen... Jetzt kippt er hier gleich auf die Seite. Ich glaube, das war wohl nicht. Ich habe ein kleines Problem mit unserem Bodengleiter, der einfach mal nicht ruhig stehen bleiben will. Er steht doch ruhig. Na jetzt? Nee, siehst du? Nee. Der komplett aus, weil das Licht noch an ist? Nee, ich habe die Sekundärsysteme ausgemacht. Das heißt, die Schubdüsen, der Schwebekisten, eigentlich alles. Und ich habe ihn komplett abgesenkt. Wenn ich ihn komplett ausmache, dann bleibt er unten. Dann macht man komplett aus. Aber dann geht das Geschütz nicht. Ja, brauchen wir doch jetzt nicht, oder? Nee, da ist doch gleich ein Boden gebackt, wenn wir Glück haben. Ja, das ist jetzt mal so die Sache, die ich jetzt gerade nicht verstehe, warum das jetzt passiert. Es muss mit dem Update, was gekommen ist, zusammenhängen. Denn das war mir beim letzten Mal, also ich habe ja gestern auch das Private noch gestartet, nicht passiert. Okay. Da habe ich eine abgesenkt, Sekundärsysteme ausgemacht und alles war gut. Stand da so wie jetzt, aber das Geschütz hat eben noch funktioniert. Na gut. Du bist drin, sagst du? Ich bin drin, ja. Also bei den Unterschieden, bei den Kisten, da gibt es einen Unterschied. Es gibt einmal die Kisten, die nur eine Reihe haben und da ist in der Regel auch Loot drin. Und es gibt halt die Kisten, die mehrere Reihen haben und da ist in der Regel kein Loot drin. Hier ist alles komplett voll. Das sind doch alles die kleinen Kisten. Ja. Hier oben, die ganze Reihe, die ist auch voll. Das ist super. Ich gehe mich mal einmal entleeren. Nee, der war leer.
Der ist auch leer. Das heißt, wir können hier eine Menge Zeugs mitnehmen. Wir müssen jetzt nur ein bisschen auf die Drohnen achten, wenn das hier nicht so funktioniert, wie soll. Also, dort schon mal die Essen rein und Medikamente. Wie lange dieses Mittelstück hier schon liegt, frage ich mich. Lange. Muss ja ewig schon liegen, weil ja überall alles vollgewachsen ist. Ja, das liegt... Oh ne, den Sauerstoff, den kannst du übrigens dann gleich in eine Kiste lassen. Ja. Hinter dir ist auch Sauerstoffkiste in der Kiste, ne? Na, hier unten, direkt neben den O2-Tank, die Kiste, da packe ich immer den Sauerstoff rein, der hier drinnen bleibt. Also diese Kiste, da kommen nur die Sachen rein, die auch immer im Hover bleiben. Okay? Wo willst du dann den Loot jetzt hinhaben hier? Hier, dort links und rechts in die Kisten erstmal. Hier an der Tür. Wenn du von hier aus guckst, dann siehst du sie. So, die sind da noch welche. Auf der linken Seite Essen und auf der rechten Seite den Rest. Boah, das ist ja jetzt aber Waffen, Bohrer. Ja, ich habe da auch noch so einiges gefunden. Ja. Wir müssen irgendwie ein bisschen selektieren, was wo reinkommt. Gesteinsmehlkram und Elektronik machen wir dann auf die andere Seite, oder was? Ja, lass uns das mal erstmal alles da so weit reinschmeißen, weil das nehmen wir dann gleich alle mit wieder, wenn wir zu Hause sind. Ist es jetzt schon eigentlich voll, ne? Ehrlich? Ja. Naja, sind doch noch genug Kisten da. So, und hier sieht man nämlich die großen Kisten, alle leer. Ja, gut, ich war ja oben schon dran jetzt. Aber in den großen Kisten war nichts drin, ne? War nur in denen, wo eine Reihe Loot ist, oder? Warte. Wo bist du denn jetzt da oben? Drei waren komplett voll. Aber drei da war. Drei oder vier waren komplett voll. Ja, aber da war jeweils nur eine. Eine Reihe, genau. Genau. Und das ist das, was ich meine. Also dort, wo nur eine Reihe in den Containern ist, die sind dann halt lootbar, da ist Loot drin. Und die anderen nicht. Okay. Wie weit muss man hier buddeln, um zu wissen, ob noch was kommt? Na, hier unten kommt nichts mehr. Sicher? Ja. Das sieht man. Du musst ja immer nur gucken, wie hoch sind die anderen Kisten und dann maximal auf dieser Höhe buddeln. Das heißt, wenn überhaupt, dann könnte hier noch was sein. In der Regel sind die immer gegenüber voneinander. Von außen erkennt man die Frachtbox aber nicht, ob die jetzt einreihig oder zweireihig ist. Gar nicht. Also hier definitiv, würde ich sagen, keine Frachtboxen mehr. Können wir reingehen. Gucken, was oben so schönes los ist. Ich habe uns mal ein Türchen gemacht. Oh, ich sehe gerade. So. Irgendwas. So sagt er. Ah, das ist das Mittelteil. Hier war ja nie wirklich viel drin, ne? Aber wir könnten eventuell oben ein paar Düsen mitnehmen. Ja, hier ist jetzt nichts. Sind lustig geworden. Ah, ne? Was hast denn du gemacht? Ich bin hier oben rauf. Na, sowas. Okay. Hier scheint gar nichts zu sein. Ah, doch, da ist eine Düse. Also die Düsen, würde ich sagen, die nehmen wir alle mal mit. Wo sagst du, ist eine Düse? Ja, auf der Seite auch noch gucken. Moment, hier war sie, glaube ich. Dann müsste da eventuell noch eine sein. Irgendwo. Vielleicht war sie mal da. Da muss man wirklich ein bisschen gucken. Aber hier so ist noch eine. Da ist noch eine. Ein Legewerkzeug. Und vielleicht haben wir Glück und wir haben auch ein paar seitliche Düsen auch dran. So einer hat zwei Stück. Auf jeden Fall noch mal ein bisschen Baum, ein bisschen Holz. Aber ansonsten gibt es halt hier im Mittelteil nicht wirklich viel. Ja, da ist noch eine Düse, ja. Ich gucke auch noch mal gerade. Danke, habe ich mir gerade wehgetan. Also würde ich sagen, hast du geguckt, ne? Ja. Oh, hier liegen die Steine relativ komisch. Ja. Ja
Na gut, das sind so Sachen, die müssen nach und nach rausgenommen werden. Das wird wohl funktionieren, aber... Es funktioniert halt nicht so gut, ne? So, die ist auch raus. Mhm. Eine Lampe bringt 2 Komponenten und eine Glasplatte. Mhm. So. Was das? Naja, normalerweise würde das mit der Statik zusammenhängen. Die gibt es allerdings bei Raumschiffen noch nicht. Es sei denn, die haben das jetzt mit reingepatcht. Mit dem letzten. Der war ja 150 Megabyte groß. Also da wird einiges drin gewesen sein. Die Frage ist halt nur was. War hier drin fertig jetzt? Ich würde sagen, der hier ist fertig, ja. Also ich wüsste jetzt nicht, was hier noch drin sein sollte. Man kann halt hier noch ein paar Dingens mitnehmen, wenn man Kabel und sowas rauskriegt, aber das ist jetzt ehrlich gesagt relativ. Kommen wir schneller dran, denke ich mal. So, ich pack mal meine Sachen weg. Der ist ja tatsächlich. Er ist schon gut voll, ne? Jo. Gucken, ob ich da noch was stacken kann. Ja, habe ich gerade auch geguckt. Ja, dann nehmen ansonsten, wir den. Ansonsten, ich habe da links in der Tür den genommen. An links? Seite in der Tür. Habe ich mal ganz frech genommen. Ah, ja, okay, dann machen wir damit rein. So, dann haben wir 3 Sachen noch drüben zum Abgeben und dann ist gut. Jo. Können wir noch mal nach dem Snüffelstück gucken? Im Snüffelstück? Wir können mal schauen, wie der hier denn liegt. Theoretisch? Das, der Achse, ne? Na, wir müssen jetzt mal einmal schauen, wie der hier liegt. Der liegt gut, ne? Gut im Dreck liegt er. Mhm. So, das heißt, Südost und Nordwest irgendwo. Da wird auf jeden Fall noch einer sein. Na dann hopp. Wollen wir mal reingucken. Was sagt denn überhaupt die, jetzt habe ich gar nicht aufgepasst. Oh, die Hälfte. Die gute Hälfte haben wir. Ja, uhrzeitmäßig, weil das sehe ich jetzt gerade auch gar ja, nicht. Haben wir noch ein paar Minuten. Ach, da unten, ich gucke ja auch, ich bin der Bad, ich habe im TS geguckt. Im TS? Hm. Kann dir die Uhrzeit unten reinschreiben. So. 11:12. Hallo? Ja, klick einfach vorwärts. Ja, das würde ich gerne tun, aber irgendwie, du bist wieder zuerst mal reingestiegen. Nein, das ist nicht wahr. Dann könnte ich ihn ja fliegen. Hm, stimmt. Warte, ich bin nochmal raus. Oh, tschüss. Ja, ich bin gerade am gucken, es geht nämlich mal rein gar nichts. So, kommst du wieder rein? Du hast ja schon so komische Geräusche mit. Ich habe keine Geräusche mit. Bin nicht gefurzt, nö. Nein. Ich kann den nicht nach vorne, nicht nach hinten. Gar nichts. So, jetzt ist er aus. Lass uns beide nochmal kurz rausgehen. Ich bin draußen. So. Hast du ihn kaputt gemacht? Eigentlich nicht. Komm nochmal bitte rein. Nee, ich. Aber die Düsen sind auch an der Seite nicht an. Habe ich denn, die sind nicht an. Hast du die Düsen ausgemacht? Ja, warum sind jetzt die Sekundärsysteme komplett aus gewesen? Jetzt ist es an, ne? Ja. So, jetzt bin ich wieder drin. Bist drin? Auf in die Gefilden. So, ja. Was habe ich gesagt? Dorthin, ja. In der Richtung. Ich hatte doch die Sekundärsysteme eben wieder eingeschaltet. Ich glaube, du hast da halt eingeschaltet. Hm. War's nicht. Ich war nicht dran am Zündschlüssel. Links und rechts gedreht hast du. Ah, oh, wir müssen hinter dem Berg hinter. Berg? Mhm. Ja, jetzt bist du aber ein bisschen weit abgedriftet, wenn du so guckst. Aber so steht das Ding nicht. Nö, aber so, ne? Das sieht gut aus. Ja, meine ich doch. Na dann gib mal Gas, komm. Also in die Richtung. Wird ein bisschen weiter nach links. Mhm. So, ich habe ja immer die passende Höhe. Komm auf der Map. Oh, irgendwas ist sein. Scheiße. Das kann doch nicht sein. Wir haben aber ein Glück heute. Dann gucken wir doch vielleicht erstmal über die andere Seite. Ja, auf die Seite kommen wir ja nicht. Da müssen wir quasi einmal über den Planeten hüpfen.
Wir haben doch den Bohrer, wir können doch eigentlich unten in der Erde ein Loch einbohren, uns unter die Wand durch. Weißt du, warum das leider nicht funktioniert? Nee, weiß ich nicht. Weil diese Mauer einmal quer durch den Planeten geht. Guck mal, da ist schon eine Minigun-Drohne. Ja, die sucht ihre Brüder. Mhm. Was macht die da? Wollen wir die mitnehmen? Ja, logisch. Okay. Wolltest du sie mitnehmen? Ich bin mal so frei, wenn das Schiff angehalten hat. Das so, Schiff hat doch angehalten. Na ne? Wann? Weil es schon drin steht. So, habe ich. Das heißt, wir müssen jetzt hier einmal. Ach ne, die Richtung ist ja richtig. So, genau, da eigentlich so lang. Wenn das jo. Ding stark wäre über den Berg. Ja, richtig, das musste hinkommen. Mal hier auf so. Der anderen Seite offen wäre, wären wir durchgeflogen. Was ist denn hier, alle Steinchen? Eieieiei, fährst du gleich den Bobs kaputt. Oh oh, ich sehe Probleme auf uns zu kommen. Da hinten über den Berg kommen wir nicht rüber. Das weiß ich schon jetzt. Hier muss man. Okay, wir müssen links dran vorbei. Darum. Oh Mann. Na, deswegen brauchen wir den SV. Wie weit bist du mit dem eigentlich, was den Bau betrifft? Lalalalalala. Ach, doch so weit. Ich gebe dir mal die Möglichkeit, da ein bisschen weiterzuschrauben an dem. Du musst sowieso den auseinandernehmen und den Kern wieder setzen. Wenn dieser aus dem Weltall-Bug immer noch da ist, wenn der irgendwo angedockt ist, das ist ein... Wollen wir da mal reingucken? Epsilon. Mhm. Epsilon Weapon so. Die Frage ist, warum komme ich hier nirgendwo rüber? Das sah irgendwie ein bisschen anders aus auf der Map. Oder müsste ich da den Berg? Boah, ist das ein weiter Weg. Die Epsilon ist ja auch dahinter, ja. Ja, wir machen das auch so, wir halten den hier vor dem Berg an, stellen den ab und dann gehen wir die paar hundert Meter zu Fuß. Laufen. Ja, gute Idee. Besser denn, wir können hier seitlich auf den Berg drauf, das ist natürlich auch nicht schlecht. Also so ein Bodengleiter ist dann für nicht für den neuen Planeten, dürfte das ganz gut sein. Ah, aber guck, so seitlich ging ganz gut, ne? Ja. Du bist schon wieder geradeaus. Seitlich Druck. Das sieht so geil aus. Ich sehe die Fabrik schon da unten. Kannst du den hier abstellen? Schwierig, oder? Habe ich vor. So, jetzt bin ich unten. Jetzt einmal die Sekundärsysteme aus. Und ich hoffe, dann funktioniert das so, wie es soll. Er steht. Und jetzt würde die Minigun nämlich funktionieren. Das ist die Waffenfabrik, die wir schon haben. Und kann er bleibt sein? Auch stehen. Wie haben wir die schon? Die haben wir doch schon. Jo. Stimmt. Lol. Die ist schon Geschichte. Lol. Aber du siehst, jetzt steht er wieder ganz normal, so wie er soll. Ja. Und die Minigun würde laufen. Bitte einzusteigen, junger Mann. Bin doch schon drin. Okay. Das heißt, wir gehen jetzt in diese Richtung weiter. Ach nee, wir müssen noch einmal über den Berg. Aber da hinten kommen wir auch nicht weiter, ne? Oh, doch kämen wir. Und wir könnten sogar... Ja, wir könnten nämlich sogar Richtung Vorderteil. Junge, Junge, Junge. Hat mir gerade ein bisschen Angst gemacht. Warum? Weil er gefallen ist? Ja. So. Ein kleines Bäumchen knicken wir um. So leid es mir tut, ist so. Ja, hier sind noch die Löcher drin, wo sie auf dich geschossen haben. Alter Schwede. Ja. Oh, eine Drohne? Nee. Drohne ist hier nicht, fliegen wir weiter. Auf irgendwas schießt er. Aber fliegt weiter. Eine unsichtbare Drohne. Verschwindet die Munition nicht so. Weil ich hab den... Aber die Primärsysteme, ich habe doch das Ding entsprechend, wo ist es denn? Ja, North Artifactions
Fraktions- und auf Aliens eingestellt. Also die Tierchen sollte er in Ruhe lassen. Okay, das Bäumchen können wir nicht umknicken. Gedacht an nur. Doch mal nach vorne guckt beim Fahren, aber du fährst ja. Ja. So. Und wenn ich das richtig sehe, müssten wir entweder dort lang oder dort lang. Wo wolltest du lang? Links oder rechts? Du, okay. Wir müssen eigentlich komplett hart rechts, ne? Irgendwie. Dann gehen wir hier lang. Weil das ist jetzt die Richtung nach Hause, ne? Das müsste die Richtung, Das geht auf unsere Base jetzt zu hier. Stimmt. Ja, eigentlich müssten wir hart rechts über den Berg. Warum immer Gas. Ja, über den Berg kommen wir so nicht, ne? Vielleicht sollten wir uns erstmal das Navi fragen. Ah. Dann müssen wir tatsächlich hier drin und dann rechts rüber. Und dann soll das wohl funktionieren. Das heißt hier. Der fährt sich auch so ein bisschen wie beim Autoscooter. So, und dann jetzt in die Richtung, ja? Genau. Und dann weiter rechts noch eigentlich. Noch weiter rechts. Wenn du jetzt nämlich auf die Map guckst, wäre dann eigentlich... Du machst den Navigator. Aber wir haben 21 Minuten rum. Ja. Alter Schwede. Wir fliegen noch ein bisschen und gucken mal. Mach mal dich rechts hier rein ins Gebirge. Rechts rein ins Gebirge? Ja. Und wie komme ich denn da am besten rein? Ich habe keine Ahnung. Das ist scheiße, dass das Ding nicht über die Berge kann. Zumindest sehr schwierig. Das du fliegst immer noch geradeaus. Ich dachte so, da rechts rein. Ja, das hatte ich auch vor. Ich suche gerade einen Weg. Aber ich glaube, da bei dem Eisenerzlager. Es sei denn, wir kommen auch hier hoch. Dann würde ich sagen, sind wir am Ende einer Folge angelangt. Ja, leider schon. Mit dem navigationslosen Simulator. Ja. Moment. Oh, guck. Genau. Ja, der ist so schwer, das dauert ein bisschen. Ja. Dann haben wir noch einen schönen Blick über den See zum Sonnenuntergang und wünschen euch viel Spaß. Bye bye, macht's gut. Ciao, ciao.